Ja, gut, dass wir da zusammenhalten unter uns Geistern. Wobei ich ja eigentlich gar kein Weiß bin. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Schau mal. Das ist jetzt hier dieser Hammer, ne? Ist das jetzt irgendwie benutzt? Benutzen? Benutze Hammer. Was kann ich da jetzt machen? Irgendwie. Gleiche. Ich will darauf nicht mit dem Hammer schlagen. Ja, sorry. Okay. Benutze aber mit dem Leiter der Selbsthilfegruppe. Gucken wir mal. Ich will darauf nicht mit dem Hammer schlagen. Was mache ich denn jetzt mit dem Hammer? Ich will darauf nicht mit dem Hammer schlagen. Okay, dann Kämpfen ist keine Lösung. Okay, auch nicht. Wollen wir Weiß nicht. tauschen? Zeig mir, was du hast. Ich will darauf nicht mit dem Hammer Ah, okay. schlagen. Dann muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas jetzt irgendwo machen kann. Mal schauen. Verdammt! Anscheinend ist die Batterie tot. Was soll ich jetzt machen? Oh, hallo. Du bist bestimmt der Besitzer dieses mickrigen Körpers. Ja? Was zur Hölle machst du damit? Tut mir leid, aber der gehört jetzt mir. Ich darf mich vorstellen. Ich bin Daniel, der Dibbuk. Und sobald das Auto wieder läuft, mache ich mit diesem Körper eine Spritztour. Tu ihn dorthin, wo du ihn gefunden hast. Was willst du denn dagegen unternehmen? Du bist jetzt ein Nichts. Nicht mal ein richtiger Geist. Du hättest bei deinem kleinen Ritual eine Silberkette tragen sollen. Ich habe eine getragen. Nein, das war eine Fälschung. Dieser verdammte Sohn eines Trolls. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um dringendere Angelegenheiten kümmern. Ich muss dieses Auto reparieren und meinen strahlenden neuen Hintern von hier wegschaffen. Dagegen? Das ist die Motorhaube. Was haben wir hier? Da kann ich hier anpassen. Okay. Aua! Hey, aufhören! Okay, Kumpel. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich gehe rein und hole die erforderlichen Ersatzteile. Ich bin ja so gespannt auf deine Freundin. Ich hatte schon ewig keinen Körper mehr. Ach, übrigens, großartige Jacke. Da passt wirklich alles rein. What the fuck? Dieser Dreckskerl. Aber hallo. Kann ich jetzt hier irgendwie... Das ist die Motorhaube. Kann ich die jetzt zumachen einfach? Das kann ich nicht gebrauchen. Okay, alles klar. Dann gehen wir nochmal hinterher, oder? Würde ich sagen. Der hat immerhin meinen Körper hier. Hallo? What? Und genau das halte ich von deiner Mutter. Ach ja? Dann komm und sag es mir ins Gesicht. Ins Gesicht? Du bist ein Geist? Ein spektraler, besserer Gedankenfurz des Universums. Du hast kein Gesicht. Wenn ich dich kriege, bringe ich dir Manieren bei. Ach, ich könnte jeden Augenblick sterben. Heb dir deine Lektion auf, bis du wieder mal ein Gesicht wie meines siehst. Bis dahin viel Spaß beim Fernsehen. Ich habe die Antenne für dich ausgerichtet. Keine Sorge, das macht dich nicht dümmer, als du schon bist. Ich bring ihn zur Vernunft. Ja, und wie? Da bist du ja. Willst du jetzt wieder meine Mama beleidigen? Wovon redest du? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Niemand redet so über meine Mama. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Stell dich nicht dumm.
Sei ein Mann. Hä? Ausweichen? Okay. Das war zu. Ah, alles klar. Okay, das war zu wenig. Haha, Deckung nicht lässt hier. Hoppala. Jetzt müssen wir beeilen. So. Ah, schafft. Nochmal. Komm schon, leg dich aus. Victorious. Wow, dein Schlag hat echt Bums. Danke. Danke. Ja, nu? Nur mit dir quatschen oder so? Und? Irgendwelche Kämpfe in letzter Zeit? Im Ernst? Mann, das höre ich ständig. Ich bin nämlich im Ring gestorben. Und seitdem renne ich in diesem Aufzug rum. Ein Tipp für die Lebenden. Achtet auf eure Kleidung. Denn so etwas wie Geisterklamotten gibt es nicht. Ich merk's mir. Aber mal im Ernst. Warst du gut? Ich war auf dem Weg, der Beste zu werden. Und ich habe noch immer einen harten Schlag. Ein Krieger, der seine Pfoten mit Handschuhen schützt, ist überhaupt kein Krieger. Beachte ihn nicht, er ist ein Grobian. Komm jetzt, schlag so hart zu, wie du kannst. Ich weiß nicht, Mann. Los jetzt, sei kein Schwächling. Wie wär's mit einem Sparring? Bist du sicher, dass du es mit mir aufnehmen kannst? Also dann, los geht's. In Ordnung. Fangen wir an. Nochmal? Was? Okay. Okay, das. Ja gut, jetzt ist es ja relativ simpel, ne? Weil jetzt weiß ich ja, wie ich ihn kriegen kann. Das ist relativ simpel. Aber wahrscheinlich soll es auch nicht so viel bringen, blöd gesagt. Wow, dein Schlag ja. Hat echt. Danke. Dankeschön. So, ich glaube, das wiederholt sich nur jetzt. Und jetzt sehe ich den Fernseher an, aber ich sehe nicht fern. Nein. In dieser Gestalt kann ich keine Kanäle umschalten. Ich sollte mir dafür die Fernbedienung holen. Wo geht's die Fernbedienung her? Da unten ist nix. Und? Oh, ich kann nicht glauben, dass er wieder da ist. Ich frag mich, ob er einfach nur besonders hartnäckig ist oder ob in diesem Universum aus Sparsamkeit alles mehrfach benutzt wird. Was? Nicht du schon wieder! Aus dem Weg, du Köter! Ich muss dringendere Sachen erledigen. Okay, der alte Hund hat wohl ein paar neue Tricks gelernt. Deine Seele ist mein Kauknochen. Und wenn ich genug darauf herumgenagt habe, werde ich sie bespringen. Oh, und reden kannst du auch. Ganz toll. Schon in Ordnung. Ich weiß, wann ich keine Chance habe. Ich gehe dann mal. Okay, dann bleibt dir nur noch der Keller. Pazul? Ist jetzt nicht so irrelevant für dich, oder wie? Was kann ich jetzt machen? Mit Pazul reden irgendwie? Nee. Mit ihm hier? Der Mistkerl benutzt meinen Körper! Hey, hör auf! Das kitzelt! Verdammt! Sie befindet sich auf der körperlichen Ebene. Ich will nicht riskieren, dass sie erlischt, wenn ich versuche, sie aufzuheben. Ah, okay, warte mal. Yay! Mama sagt zwar, man soll nicht mit dem Essen spielen, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Okay. Das heißt, ich
Quatsch mit dir? Finger weg von meinem Körper! Tick-Tack, du Versager! Komm her! Ich bekomme Hunger! Ja? Oh nee. Schon wenn er haut, dann kann ich quasi auch zu. Dadurch, dass ich mich aber nicht anklicke, sollte ich immer in Decken bleiben. Alles klar. Nein. Ja, zu spät. Ja. Ja. Aha. Bam. Sehr gut. Das kann nicht sein. Du gehst mir auf die Nerven. Von einem Sterblichen besiegt. Gar nicht so schlecht, was? Du bist so dämlich, dass dir nicht mal klar ist, wie dämlich du bist. Ach ja? Und wie fühlt man sich als Boxbirne eines Trottels? Oh, du! Du! Was? Nein! Nein! Oh, wegen dir habe ich die Beherrschung verloren. Du hast mich so wütend gemacht, dass ich von etwas anderem Besitz ergriffen habe. Jetzt bin ich gefangen in diesem dämlichen Ofen. Du bist ein dämlicher Ofen. Ich werde dir deine Eingeweide nach außen stülpen. Falls du jemals aus dem Ofen rauskommst. Ja, zumindest geht jetzt die Heizung wieder. Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. So. Also ich komme nicht hoch. Oh, gehen wir nochmal. Schauen wir nochmal zurück. Ich brauche hier irgendwie noch eine Fernbedienung. Die haben doch irgendwie gemeint, ich könnte bei denen irgendwie tauschen. Dann gucken wir mal, was die so im Angebot haben. Habe ich jetzt vorher gar nicht geguckt, ne? Zack. Wollen wir tauschen? Zeig mir, was du hast. Ja, tauschen. Wollen wir tauschen? Nicht so toll. Ach, egal. Und? Was habe ich jetzt? Fernbedienung! Yay! Zurück! Und wieder in die Lobby. Dann schauen wir mal. Mich irritieren immer noch die Scheinwerfer da oben. Ich kapiere das noch nicht so ganz. Hier mal für eine Folie gewesen sein soll. So. Ein. Ja, okay. Zwei. Okay, nochmal. Scheiße. Nochmal. Jetzt die drei. Die Glocke. Ich höre ihren Ruf. Endlich, Krieger, treffen wir auf dem Feld der Champions aufeinander.
Bereite dich darauf vor, dass deine Seele zerschmettert, begraben und vollgekackt wird, auf dass sie eine weitere Trophäe in meiner Sammlung werde. Verdammt, du böser Hund. Ich werde dir ein paar neue Tricks einbläuen. Ich schätze, die sind da drin eine Weile beschäftigt. Und ich kann jetzt nach oben gehen. Ja, ich kann jetzt nach oben gehen. Und wohin? Da rein. Geht nicht. Da geht's rein. Da geht's auch rein. Da geht's auch rein. Raum. Ah, natürlich. Okay. Immer noch verschlossen seit meinem Ich wäre gerne einer dieser Geister, die durch Wände gehen können. Aber sowas gibt's wahrscheinlich nur im Film. So. Verschlossen. Ich wäre gerne einer dieser Geister, die durch Wände gehen können. Aber sowas gibt's wahrscheinlich nur im Film. Also, ja, entschuldigt, wenn ich ab und zu den Dialog abbreche. Wenn er zwei, dreimal kommt, na, wie schon vor kurzem. Okay, also. Ja, in deinen wildesten Träumen oder schlimmsten Albträumen? Das war noch widerlicher als erwartet. Okay. Hab ich hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas zum. Nein, niemals. Ich weiß, ich brauche diesen Schraubenschlüssel, aber ich kann mich einfach nicht dazu überwinden. Okay. Umschalten? Das kann ich nicht gebrauchen. Red doch mal mit mir. Könnte ich das Brett haben, auf dem du rumkaust? Nein? Auch okay. Ich kann mit diesem Riesen nicht diskutieren. Okay, warte mal. Das ist immer ganz interessant, die geben mir immer so kleine Hinweise. Mit diesen in fetten Buchstaben geschriebenen Buzzwords quasi. Und ich tippe mal darauf. Ich habe ja noch einen zweiten Geist, den ich ranhauen kann. So. Vielleicht hat die ja irgendwas. Tag, guten Tag, junge Frau. Können wir uns gleich so, das ging ja vorher auch. Der kultivierten Dame. Wollen wir tauschen? Aber natürlich. Bekommst du die Fernbedienung? Nicht bekommen. Was ist das? Kaugummi. Okay. Rumkaust. Ja, alles klar. Ja. Dann wieder fix nach oben. Die zwei haben Spaß. Gucken wir mal. Ja, das Spiel hat schon einen sehr geilen Humor. So, dann gehen wir hier wieder rein. Ah, das flutscht richtig. Ja, ich liebe so Kombinationsrätsel. Man muss hier immer diese Optionen. Willst du auch was davon? Halten. Wow, danke, Kumpel. Okay, wir haben ein Brett. Ich krieg ihn nicht raus. Und ich weiß nicht, wie lange ich diese ekelhafte Qual noch durchstehe. Jetzt kann ich beide halten, als wären sie eins. Yuriko nutzt Störungen im Gefüge der Realität. Okay. Er ist klebrig und schleimig. Zumindest habe ich mich dabei nicht übergeben. War meine Qual die Mühe wert?
Wir werden es sehen. Das muss man im Prinzip auch erstmal kapieren, dass der diesen Schraubenschlüssel nicht nehmen wollte, weil er sich geekelt hat, da reinzugreifen. Okay. Dann. Was haben wir hier noch? Jetzt habe ich hier einen Schraubenschlüssel. Jetzt kann ich ja sicherlich irgendwas hier. In hier. Ne? Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Also kann ich jetzt nichts machen. Kann er jetzt reden? Warte mal. Sprechen. Hier passiert nichts. Passiert einfach mal gar nichts. Okay. Schraubenschlüssel. Was habe ich hier zur Auswahl? Ah, okay. Der Dibbuk befeuert jetzt den Ofen und der Heizkörper sorgt für kuschelige Wärme. Das kann ich nicht gebrauchen. Nein. Sicher, oder? Das kann ich nicht gebrauchen. Dann gehen wir doch mal in den Keller. Oder kann ich hier noch irgendwie? Nee, die Gedanken sind nur darum, die beiden zu beschäftigen, beziehungsweise den Hund wegzulocken. Also muss ich ja mal im Keller machen. Hallo! Ah, Heizkörper. Was war hier? Was machst du da? Ach, das? Ich weiß nicht. Das ist ein offenes Ventil. Ich habe vor, es zu schließen. Warte! Damit würde der Druck zu hoch und... Ich weiß schon. Schauen wir doch mal, was dann passiert. Tut verdammt weh! Warum hast du das getan? Weil es mir helfen wird, den Mann zu finden, den ich suche. Aber hauptsächlich ging es darum, deinen Gesichtsausdruck dabei zu sehen. Und jetzt kann ich den hier wieder mitnehmen. Okay. Pasul rührt sich kein Stück, ne? Sie guckt einfach zu. Streichelt die Katze. So, jetzt kann ich hoch und jetzt kann ich auch rein. Ha. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und rein mit uns. Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Was kann ich denn hier? Ein Fenster. Ich will auch so einen Stuhl. Das war ein Bett. Ich will auch so ein Bett. Ein mit Brettern vernageltes Fenster. Von dort kann ich zum Tatort klettern. Aber... Mit bloßen Händen kriege ich es nicht auf. Sonst ist hier nichts, ne? Probieren. Das war ein harter Schlag. Was ist passiert? Moment mal. Ich habe die Wand übernommen. Ich bin in der Wand gefangen. Keine Panik. Sie haben gesagt, Panik macht es nur schlimmer. Ich kann meinen Herzschlag nicht hören. Ich habe keinen Herzschlag. Okay, ich kann überhaupt nichts machen. Ich glaube, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt für Panik. Und jetzt? Ich bin eine Wand. Wenn ich nicht so panisch wäre, könnte ich das vielleicht sogar als interessante Erfahrung verbuchen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um mit Selbstgesprächen anzufangen. Außerdem führe ich immer Selbstgespräche. Moment mal. Ich bin die Wand. Die andere Seite führt zum Tatort. Ich muss mich nur umdrehen und...